tot. Krass. Und ich dachte, ich habe schon 90 Minuten gespielt. Ja. Und dann bin ich alle hingegangen. Okay. Ich bin da hingegangen und war beim ersten Vereins Und dann haben wir in Antalya, dann haben wir gegen türkische München gespielt. Okay. Und dann tatsächlich habe ich den Schiedsrichter auch gefragt, wie lange ist das? Ich mehrere so nennen. Okay. Also so ist eine Mischung, sagen wir mal so. Ich hab mir krass, okay. Bin dann schon zehn Jahren habe ich so viele Spieler gesehen, die gekommen sind und gegangen sind. Ich hab's angeschaut und dann auf die Uhr gesagt, 20 Minuten noch. Sind, dass am Ende nur noch ein Spieler mit 18 Jahren mit mir noch in der 90 spielt. Okay. Das war auch ein richtig Highlight für mich nach meinem Comeback, sag ich mal. Ja, Jürgen Klopp, statt zu Jupp Heynckes gehen wir den noch 5. Brauchen Sie wieder mal, ja, machen wir bitte eine Stadiondurchsage. Ja. Ein Spieler. Wer war das denn? Das war Valentin Gresse, auch okay. Super. Dann aufgehoben, hab sie geschält, die Gäste habe ich bedankt und dann wieder rein. Nein, zweite Halbzeit, komplett ruhig. Yo YouTube, was geht ab, was geht? Ja, gestern kam kein Video online. Ja, war ein bisschen schwer in den letzten Wochen immer noch, zwar, weil die Leute auch teilweise abgesagt haben, aber auch nicht böse gemeint. Das sind ja auch Leute, die gehen zur Arbeit oder zur Schule oder haben selber noch Fußball. Deshalb ist alles kein Problem. Ist einfach normal. Ne? Wir sind doch alle noch ja, im eigenen Stress, die Leute. Ja, ist alles kein Problem. Aber ab nächste Woche kommen wieder regelmäßig Videos. Ich habe da die Woche ein paar Leute, ein paar ja, Spieler, die auf jeden Fall mit mir drehen möchten. Oder auch Trainer, mal schauen. Ja, deswegen in der Hinsicht kommen wieder wirklich ja, Step by Step wieder neue Videos. Ja, ab nächste Woche. Und genau, auf jeden Fall, ja, seit dem Start von meinem neuen Format haben wir, glaube ich, einige Leute schon jetzt gesehen. Sachen auch von Leuten gehört, was wir vielleicht nicht gedacht hätten. Wir hatten, glaube ich, also alle, die da waren, hatten auch irgendwo eine eigene Story gehabt, einen eigenen Weg gehabt. Bis jetzt, glaube ich, muss die, ne, Fatiras, meine ersten Folge auch, die Klicks sind ja auch schon, glaube ich, wir sind schon bei dem Video über 1000 Aufrufe. Auch bei Tarik war eine eigene Geschichte, Burak auch sowieso, es war auch wirklich top, ja, auch dann der Trainer Dominik Keller, Schiri, Kenny, der andere Spieler, der Vinny, also wir hatten, glaube ich, irgendwo auch alle, wir hatten, glaube ich, viele gehabt, die aber trotzdem alle einen eigenen Weg gegangen sind, ja, ich denke, auf jeden Fall bis jetzt hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Leuten zuzuhören, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, für mich war es echt bis jetzt immer sehr spannend, hat immer Bock gehabt, bis jetzt den Leuten zuzuhören, war immer bis jetzt immer interessant, ja, genau, auf jeden Fall, ja, auch an euch Jungs, ohne euch gäbe es kein Format, also ist auch klar, ne, ohne Burak, Tarik, alle, die jetzt da waren in den ersten Folgen, ohne euch gibt es kein Format, das ist ganz klar, ja, auch jetzt für die Zukunft, alle, die hier mitmachen werden in dem Format, ohne euch gibt es dieses Format nicht, das ist klar, ich bin da auch ein Zuhörer, ne, deswegen ohne euch gibt es, wie gesagt, kein Format. Genau. Wenn du da draußen jemanden kennst, der auch ja, was zu erzählen hat und du denkst, ey, der wäre auch für mein Format optimal, einfach mal mich anschreiben. Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat. Ich bin überall vertreten. Einfach mal eine Nachricht schreiben. Da kann man sich mal connecten, ein bisschen quatschen, telefonieren, je nachdem. Und dann kann man, wenn es passt, ja, einen Termin ausmachen zum Dreh, dann einfach auf entspannt, ja, einen Talk machen und ich denke, wie gesagt, bis jetzt, glaube ich, alle, die da waren, waren, glaube ich, sympathisch, waren auch wirklich Leute, die man auch wirklich auch mag, auch Leute, die wirklich Respekt haben, einfach, ne, um es genauer zu sagen und ja, der nächste Punkt ist, wenn ihr jemanden kennt, der eine Location irgendwie vermietet oder der Räume oder der ein Café oder irgendwas hat, wo man einfach drehen könnte und er es einfach erlauben würde, einfach mal, ja, mich da drehen zu lassen, einfach mal mich anschreiben. Ich habe jetzt zwar zwei Locations immer, wo ich drehe, also eigentlich eine Location in einer Halle oder halt in einem Jugendzentrum, aber das sind halt Locations, also im Jugendtreff ist immer das nicht immer sicher, ob ich da drehen kann. Dann in der Halle kann ich zwar immer drehen, aber in der Halle ist es so vom, ja, vom Raum her, das gefällt mir nicht so. Wenn jemand einen kennt, der ein Café hat, weißt du, mit Sofa, mit Bänken oder irgend sowas, wäre, glaube ich, ein bisschen besser auch vom Videoaufbau her, eine bessere Kulisse. Ja, weil ich glaube, wenn man da ein bisschen sich da, ja, verbessert, Thema Location,
Ne? Ich denke, es wäre auch für die Zukunft ein bisschen besseres Bild. Genau. Wenn ihr irgendwas habt, Verbesserungsvorschläge zu den Videos, irgendwas, was euch vielleicht nicht gefällt, einfach mal ja, kommentieren. Und dann kann man sich da vielleicht ein bisschen verbessern. In meiner Hinsicht, ja. Ansonsten wurde alles gesagt, denke ich. Ja, wie gesagt, in der nächsten Woche kommen wieder Videos regelmäßig. Ja, ich sag mal so, ich denke, in Zukunft haben wir auf jeden Fall wieder ja, mehr Videos. Ja, ich habe was vergessen zu sagen, habe ich glaube ich noch nie so erwähnt in einem Video, soweit ich weiß. Ne, habe ich nicht. Dass auch einfach das Format dazu da ist, um Leute zu motivieren, ne? Leute einfach mal zu zeigen, ey, es gibt mehrere Wege, die nach oben führen. Ja, und vor allem auch für die Leute, für die Zukunft, die dabei sein werden in den Videos. Meine Videos sind dazu da, um keinen irgendwie fertig zu machen, um einen irgendwie anzugreifen. Wir wollen einfach nur, oder ich will einfach nur von den Leuten einfach wissen, wie das für die war, ne, ihre Erfahrungen ansprechen. Wir wollen hier keinen angreifen, keinen Trainer angreifen, keinen Spieler angreifen. Wir reden einfach nur über die Erfahrungen der Spieler. Und mehr auch nicht. Deswegen, mein Format ist nicht dazu da, um Leute irgendwie anzugreifen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und genau, deswegen, wie gesagt, wer dabei ist, ne? Wir reden wirklich nur über seine Geschichte. Wir wollen hier keinen entlarven, keinen angreifen. Und ja, Mann, peace. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wie gesagt, es ist alles kostenlos. Und dann sehen wir uns wieder ab nächste Woche. Ciao.